Hi, let's go. Ready? Ready. Sit. Slash our Schlüssel. Ready? Ready. Boom! Let's go. Schönen guten Tag. Super schwer. Ach nee, doch nicht. Hi, Paul. Digga, wir haben jetzt den Transporter ausgeräumt. Jetzt kommt Domo noch mit seinem Auto hier hin und dann haben wir noch ein bisschen Technik und dann können wir aufbauen. Und dann jetzt, ich bin voll aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Ich hab voll Bock. Ich freue mich aber voll. Ja. Ah, es wird geil. Ich glaube, es wird geil. Es tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal hier wischen. Fresh cut sushi on a platter, brandy honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop. Oh yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for that. Hallöchen, Freunde! Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich hier sitze. Wir sind gerade mitten im Aufbau von unserem Kegel-Event. Und es ist Samstag, wie viel Uhr ist es? Glaube ich 21 Uhr. Wir sind heute schon den ganzen Tag am Ackern. Eigentlich sind wir seit 4 Wochen die ganze Zeit am Ackern. Aber es wird so langsam. Ja, der Aufbau steht, es funktioniert alles. Ihr seht neben mir schon Chung, professioneller Kegler, der mich ausstattet mit ordentlichen Cojones, so wie ich das gehört. Das sind übrigens Kinderkugeln, die sind kleiner. Kegel-Event, ihr guckt ja wahrscheinlich eh zu, ihr seht das jetzt nachträglich. Das heißt, ihr habt das Event verpasst, das macht aber gar nichts, denn ihr könnt das auf YouTube nochmal nachholen. Auf unserem Kanal, auf Flip Floyd, auf Dr. Freud, gibt es überall Videos zu. Macht das, schaut euch das an, denn das war fantastisch. So, ich werfe jetzt mal eine Runde mit Kinderkegel. Ganz okay gewesen. Aber schaut mal, ich zeige euch mal ganz kurz unseren Aufbau, den wir hier haben. Entlang der Bahn haben wir, Domo, folgt mir mal, wir zeigen den euch erstmal so. Wir machen jetzt irgendwie die Crip-Style hier. Wir haben eine Kamera, die Leute vorne beim Abwerfen filmt. Wir haben 2 Kameras, die den Verlauf der Kugel entlang dieser Strecke mitfilmen. Und wir haben eine Kamera, die dann letztendlich den wichtigsten Moment mitfilmt, nämlich das hier. Das Abräumen. So wie sich das hier hört. Wunderschön. Was machen wir jetzt? Wir bereiten Moderationskarten vor, ja, damit wir alten Moderatoren nicht völlig verloren vor der Kamera sitzen und uns denken, der spielt hier nochmal mit. Ach so. Ich bin mittlerweile umgezogen hier. Ich habe jetzt hier mittlerweile meinen kompletten Kegel-Dress an. Hier schön auch drauf geachtet. Helle Sohle, alles wie es sein soll. Und ich bin richtig gespannt. Also ich habe ultra Bock, ich habe jetzt schon ein paar Mal geworfen. Schnitt ganz gut, muss ich wirklich sagen. Aber man muss auch sagen, wo wir gerade beim Thema Schnitt sind. Alter Falter. Technisch wieder aufgefahren hier. Und die Crew ist halt auch schon am Start. Olli geht mit den Profis hier vor Ort noch ein paar Kegel-Facts durch, sodass die Moderation nachher auch sitzt. Und apropos die Moderation sitzt, der Flow wieder heute, ne, der Flow. Schaut euch das an. Was für eine schöne Moderationsecke hier gebaut wurde. Und hier dementsprechend auch das Bild aus der Regie. Plus, wir haben gerade noch Mike hier, unseren fantastischen... Hey, da bin ich. Hi. Unseren fantastischen Programmierer, unseren Second Wave Inhouse Programmierer, der hier gerade dabei ist, noch was zu basteln, dass wir immer wieder auf die Punkte sehen anzeigen können on stream. Und hier ist die Bahn. Da hat's gebimmelt. Da sind gerade alle Neune gefallen. Doch. Ich bin mal gespannt, Alter. Das ist sehr rustikal, aber irgendwie fühle ich mich pudelwohl. Das wird richtig gut. Hi, wir sind hier auf der Kegelbahn. Da spielt Flo. Der kann gar nichts und wird verlieren. Aussage hier, period.
Olli verhält sich wie meine kleine Tochter. Und ansonsten Team Tetherpack. Danke. Ich bin der Mori und ich bin heute auch dabei. Und wie sich das gehört, testen wir uns natürlich alle heute. Sieht bisher ganz gut aus, glaube ich. Wir müssen trotzdem Corona-Test machen. Machen wir trotzdem noch einen? Erstmal umarmen und dann Corona-Test machen. Ich gehe jetzt an die Praxis. Auf die stehe ich viel mehr als auf die Theorie. Ja. Ich glaube, ich habe mit dir geschrieben, da meinte. Hi, na? Wir wollten ja gerade geheime Sachen besprechen. Geheime Sachen? Ich habe keinen Tonic mit Kaffee gekriegt, jetzt muss ich mal suchen. Geheime Sachen? Super geil. Ja, ich hatte gerade einen Lauf vor uns. Zorro, was hältst du vom Zwischenstand? Wie erwartet. Wir sind stark und die anderen nicht. So eins hätte ich auch gerne. Ja, bitte. Wie ist das passiert? Ich habe mein Team angefeuert und meine Stimme hat sich dagegen entschieden. Aber jetzt, gleich geht's wieder los. Ich krieg das auch nicht weg. Vielleicht einen Schluck trinken, ja. Ja, ich hoffe. Guck mal, Live-Experiment. So. Oh, es ist besser geworden. Es ist nicht besser geworden. Können wir den Telefonhotline mit dir aufmachen, wo wir dann irgendwie reife Männer ab 60 oder was? Ja, da müssen wir aber Toro für anstellen. Freunde, gut Holz. Sehr schön, sehr schön. Jawohl! Ja, du bist dran. Ja. Faluna! Hey Vlog, was trinke ich? Ihr könnt entscheiden. Nehme ich ein Bier, eine Fassbrause oder Fassbrause? Okay, ich nehme Fassbrause. Danke. Meister. Tetherpack freut sich hämisch und klingelt an.
an der Glocke. Ja, aber man muss ja auch berühren. Wie heißt das? Nachhause-Telefon? Ich habe E.T. nie gesehen. Nachhause-Telefon. Aber dann macht man irgendwas mit dem leuchtenden Finger. Ja. Aber nicht im Mund. Die teilen wir uns jetzt. Ah, Nullton! Ja, auf, den muss ich jetzt nochmal machen. Ich meine, schau hier, Miete. Ist in der Pause unfair? Meinem Regelbuch, ja? Ja, doch. Das darf ich für den Blog sagen, dass wir das erste Spiel gewonnen haben. Und dass wir das zweite forcieren zu gewinnen. Und ich würde auch sagen, dass wir heute gewinnen. Hey, weißt du Bescheid? Na, wie ist es gerade eben, den Sieg geholt zu haben? Ich hab so geschwitzt, wirklich. Also hätte ich 0 geworfen, hätten wir noch verloren. Ne? Also dann wäre es nochmal knapp geworden. Da war so viel Druck auf meinen Schultern. Aber wir haben es geschafft. Ich bin sehr happy mit meiner 5. 5 gewinnt. Eigentlich ist es 4 gewinnt in der Uni, aber 5 gewinnt. Ja. Ich glaube, dem Twitch-Chat gefällt es auch sehr, sehr gut. Wie ist es für dich, so zu zuschauen? Sehr cool. Sehr, sehr, sehr mitreißend auf jeden Fall. Super aufregend. Gleich kommt noch das dritte Game, aber eigentlich haben wir schon gewonnen. Ne? Also was soll ich sagen? Wir sind einfach besser, ne? Ich werde getragen, wir sind besser. Sehr gut! Let us dance this night away. Oh, yeah. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. Get away from the prince and chocolate. Oh, nicht durch, ey. Dankeschön. Danke für den Namen. Hey, aber warte mal, warum kriegen wir jetzt die gleiche Urkunde? So falsch, wie ich nur sagen kann. Das ist übrigens echtes Gold. Ist echtes Gold. Natürlich. Ist er unser fantastischer Bling Bling Holz Gesamtsiegerpokal Doktor Freud alle 9. Yes! Ja! Yeah. Ich bin ein bisschen froh an meine eigene Frau. Und eigentlich will ich auch nicht aufhören. In dem Sinne gut Holz. In dem Sinne gut Holz, Freunde. Nochmal unsere Hymne. Wir haben Grünack. Na, 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 na. Schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns ja morgen Abend. Bruder, wie fühlt es sich an, eine weitere Glanzleistung vollbracht zu haben? Nun ja, ich hätte nie gedacht, dass ich für eine 1 und eine 5 gefeiert werde, aber ich freue mich sehr drüber. Ist sehr schön. Ist ein tolles Event, wirklich. Und alle haben gute Stimmung und jeder hat an mich geglaubt und das hat es dann auch gebracht, ja? Ohne euch da draußen, ohne mein Team hätte ich das nie geschafft. Ohne Bram, der da sitzt, steht. President of Love. Und wie ist es, MVP von Team Flo zu sein? Überraschend. Ich freue mich sehr. Ich dachte nicht, dass ich tatsächlich eine durchschnittliche Leistung in Kegeln bringen würde, aber ich bin unfassbar happy. Ich habe mal irgendwas geschafft auf einem Offline-Turnier. Yes. Hast du ganz leicht kaputt gemacht? Nein, das ist, glaube ich, einfach vom Holz abgegangen. Ey! Alles gut, das ist noch dran. Es ist noch dran. Es ist nicht dran. Ey! Wie fühlt man sich als Scherpenträgerin? Ich meine, ich war ja trotzdem nicht scheiße. Also von daher habe ich ein neues Schmuckstück. Ich würde sagen, das passt schon definitiv. Wie fühlt sich der MVP von Team Paul? Sehr gut. Schade, aber es ist schon krass, wie Maluna und Mango das ganze andere Team gecarried haben. Ja,
Alter Falter. So, ey, Stream vorbei, war unfassbarer Wahnsinn. Ich bin ja so ein bisschen froh, dass ich gewonnen habe, aber es, ich meine, ja, darum ging es nicht. Trotzdem freut man sich ein bisschen. Stimme, kannst du knicken und jetzt ein bisschen Ruhe reinkommen lassen, dreimal durchatmen und dann ist Abbauen angesagt. Man sieht da, Gunnar ist schon dabei, hier kommt wieder Licht rein, wir haben ja alle Fenster abgehangen und so. Olli tigert irgendwo da hinten rum, kümmert sich auch darum, dass wir hier alle mal vom Moderationsplatz direkt schon wieder zum Handwerker, ey. Wir haben die Lichter wieder reingedreht, Jan muss da hinten lauter Kabel, die wir verlegt haben, kannst du auch mal zeigen, die ganzen Kabel jetzt hier abmachen, wieder runterbauen, ey, muss alles weg. Ja, hier sind ein paar Dutzend oder ein paar hundert Meter Kabel verlegt. Fast ein Kilometer. Oh, lol, okay. Also wir haben fast einen Kilometer Kabel verlegt. Nice. Das kommt jetzt alles noch in den großen Transporter und dann ist auch irgendwann Schicht im Schacht. Okay. Und morgen geht der Wahnsinn weiter. Haben wir Bock? Haben wir. Ja, nach so einem Event ist man mal scheiße fertig, ne? Man will nur nach Hause. Und im Büro alles wieder zusammenbauen. Ist noch viel? Also es geht. Die Waren sind jetzt fast leer, aber das muss noch alles zurück. Das war's.